Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play KOTOR. Ja, wir haben jetzt hier Taris einmal quer durchgewurstet und sind jetzt endlich so weit, dass wir gleich davon eine Bastilla finden werden. Wir treten für die geheimen Beaks, so eine Swoop-Gang hier an, um bei diesem illegalen Rennen sie als Preis zu gewinnen. Ich laber hier mal mit allen durch. Was ist denn der Herr Firk? Danke. Genchopa chawi ti chok twis yun kun atuyama kama wona henak neck bugra shak shagji. Die haben irgendwie alle nichts Interessantes zu sagen, befürchte ich. Vielleicht ihr? Rundi Hadonga Kuhungabi. Wana Kumbes. Jink Palamul Tong Kingba na Kongek. Tung Ting Tachun Kun Meg Mulirabest. Tong Hai Tuam Gigi Yumalitpa Angninkotu. Tolba da Bunk Waliagando de Nago Chuchut. Kachi Chuaitha Hadonga. Ja, super. Der Kommentator, und was haben wir hier? Ach ja, das Fräulein. Man kann aber nicht mit ihr reden. Und man darf auch nicht mit ihr reden. Ja dann, Herr Kommentator. Wer ist dein Sponsor? Ah, du fährst für die geheimen Big. Topa da bunk walia gando do nano chuchut. Muxa pa pumpa, pola wana chitne. Bamuli slemo poda wanga kun bes mulira rabes. Chiska du suki kumpa na bona naikachu. Ab tu inkotu. Topa da bunk walia gando nago chuchut. Kaba chi kuita hotonga. Yalamo inkotun. Jilo bamulira ni bobo. Welche Zeit muss ich schlagen? Kuyami jus kuna chitnei. ...38,43. Na gut, ich würde gerne ein Rennen fahren. Mit einem Linksklick kannst du beschleunigen und schalten. Mit D und A weichst du Hindernissen aus. Ja, genau. Wenn man zu früh schaltet, also bevor unten der Speed auf Maximum ist, dann hängt sich der Motor ein bisschen auf, man wird langsamer. Und genauso halt, wenn man hier gegen so eine Boje fährt. Also im Endeffekt ist das quasi Audiosurf auf Easy Mode. Zeig den Pennern, was du kannst. Na gut. Welche Zeit muss ich jetzt schlagen? Ob ich da noch drunter komme? Ja. 0,24,69. Das ist ja ganz knapp unter meiner vorherigen. Ich würde gerne ein Rennen fahren.
Geschafft. Sie erfüllt du, sie entschuldigt die Braut, dann hör sie gut, dann sieh mir an Volumia, dann erfolge die Luft da, Volumia, du verdammt selber, ruhig sie dann selber. Ja, Leute, hört mir zu. Bevor ich dem sogenannten Champion der Beg seinen Preis überreiche, muss ich euch etwas mitteilen. Der siegreiche Pilot ist ein Betrüger. Ihr seid ein verdammter Lüger, Brajic. Euer Swoop-Bike läuft mit einem Beschleuniger-Prototyp. Eindeutig ein unfairer Vorteil. Wegen dieses Betrugs der geheimen Beg ziehen die Vulka ihren Anteil an der Siegprämie zurück. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann mich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brajic. Was? Unmöglich! Ihr wart an einen Neuralfesselkragen gekettet. Woher habt ihr den Willen nehmen können, um euch selbst zu befreien? Ihr unterschätzt die geistigen Kräfte eines Jedi, Brajic. Doch ihr lebt nicht mehr lange genug, um diesen Fehler zu bereuen. Vulka, zu mir! Beseitigt diese Frau! Beseitigt den Zupiloten! Beseitigt alle! So ein Arsch. Na gut, erstmal hier die Juniorenmannschaft. Die sind ein Nahkämpfer, ein Fernkämpfer. Hier, nimm das! Ja gut, sie kommt mit hier rüber, dann machen wir es mit dem platt. Ach, das war's auch schon. Bastila, kein Interesse mitzukämpfen? Frau? Total bescheuert. Ach, und jetzt greift er an, anstatt das Medikit zu benutzen. Ah, na, jetzt macht sie mit. Ist ja auch schön. Ich lasse mir hier einfach Auto-Attack laufen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier ab und an mal durchkommt. Wie viel HP hat sie noch? Unendlich viel. Okay. Hier trifft niemand niemanden. Das ist ja unfassbar. Wow. 3 Punkte. Bastila ist jetzt hier auch nicht so die Kämpferin, habe ich das Gefühl. Endlich. Meine Fresse. Das hat sich ja gezogen. Meine Jungs sind hier alle abgehauen, oder was? Zwillingslaserschwert, Brajics Gürtel, Brajics Armband und Brajics Handschuhe.
ziehen wir uns doch gleich mal was an. Die Handschuhe. Geschicklichkeit 1. Au ja. Und was kann das Armband? Schadensresistenz. Gegenschlagend. Aha. Zusammen mit... Also, wenn es zusammen mit seinem Gürtel benutzt wird, sinnvoll. Gegen niederschmetternd. Naja, warum nicht? So. Kommen Sie her, Lady. Nun gut. Diese verdammten Vulka werden es sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob sie noch einmal eine Jedi gefangen nehmen. Und was euch betrifft, wenn ihr glaubt, mich als Trophäe gewinnen zu können... Moment, das glaube ich nicht. Ihr seid doch einer der Soldaten der republikanischen Flotte, nicht wahr? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wie kommt einer wie ihr dazu, für dieses Whoop-Banden-Rennen zu fahren? Mein Name ist Rush Deggert. Ich bin hier, um euch zu retten. Mich retten? Wolltet ihr das mit eurem Swoop-Rennen erreichen? Für eine Rettungsaktion war das aber ziemlich jämmerlich. Nur für den Fall, dass euch das entgangen sein sollte. Ich habe mich selbst aus diesem Neuralfesselkragen befreit. Es war wohl eher so, dass ich euch gerettet habe. Regik und seine Vulka hätten euch umgebracht, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ihr hattet großes Glück, dass ich euch aus diesem Schlamassel befreit habe. Ich denke, ihr bringt da etwas durcheinander. Bevor ich gekommen bin, wart ihr eine hilflose Gefangene. Ich mag eine Gefangene gewesen sein, aber eine Jedi ist niemals hilflos. Schon mal was von der Macht gehört? Aber ich sollte nicht zu hart mit euch ins Gericht gehen. Ihr habt ja wirklich versucht, mich zu retten, auch wenn nicht alles nach Plan lief. Kümmern wir uns lieber ums Geschäft. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Ich versuche herauszufinden, wie wir von diesem Planeten fliehen können. Zunächst müssten wir wissen, auf welche Ressourcen wir zugreifen können. Sind wir die einzigen Überlebenden der Ender Spire? Karth und ich arbeiten bereits an einem Plan, wie wir von Taris wegkommen. Karth Onasi lebt? Endlich eine gute Nachricht. Karth ist einer der besten Soldaten der Republik. Er hat sich mehrfach als Held erwiesen. Er hat euch geschickt, um mich zu retten? Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Karth hätte euch niemals geschickt, wenn er nicht von euren Fähigkeiten überzeugt wäre. Verzeiht mir. Trotz meiner Jedi-Ausbildung urteile ich oft etwas voreilig. Bitte bringt mich sofort zu Karth. Gemeinsam werden wir drei einen Weg finden, von hier zu fliehen, bevor die Sith unsere Anwesenheit bemerken. Vous ne pouvez pas gagner, Revan. Und ich habe keine Ahnung, warum die hier auf Französisch labert. Bastila, ihr lebt! Endlich ein Lichtblick! Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Wir haben versucht, euch zu finden, oder habt ihr das vergessen? Verstehe. Aber jetzt, wo ich wieder die Verantwortung für diese Mission trage, werden wir die Dinge richtig machen. Hoffentlich verläuft unsere Flucht von Taris etwas ruhiger als diese Rettung vor Brejik. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Jetzt beruhigt euch, das hilft uns nicht weiter. Ja, ihr habt natürlich recht, ich muss mich entschuldigen, Karth. Das war eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich für jeden Rat dankbar. Was schlagt ihr also vor? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Karth. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulka und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Gut. Was jetzt?
Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Kantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Bei unserer ersten Begegnung ist etwas Seltsames passiert. Eine Art Vision. Eine Vision? Wovon? Von euch. Ihr habt gegen einen dunklen Jedi gekämpft. Rivan, nehme ich an. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Machtempfänglichkeit? Was meint ihr damit? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Das war nicht das erste Mal, dass ich eine Vision hatte. Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen, egal wie. Jawohl. Gibt's hier was Neues? Nö. Ach ja, Mission Salvar. Habt ihr einen Wunsch? Ich möchte ein wenig mehr über euch wissen, Salvar. Ihr vertraut mir nicht? Früher oder später werdet ihr es mir erzählen müssen. Na gut, vielleicht reden wir später. Vielleicht mal noch mit Bastila quatschen. Wie kann ich helfen? Möchtet ihr mit mir darüber sprechen? Ich würde gern wissen, was passierte, als ihr auf Taris abgestürzt seid. Was habt ihr und Karth gemacht, bevor wir uns zusammenschlossen? Bevor wir euch gerettet haben, wollte ich dir wohl sagen... Ich habe mich selbst befreit. Wäre ich nicht gewesen, hätten Breschik und seine Komplizen euch kalt gemacht. Man könnte also eher sagen, ich habe euch gerettet. Ihr seid den schwarzen Vulka aber nicht vor unserer Ankunft entkommen, wenn ich mich recht erinnere. Ich gebe zu, dass ich mich nicht hätte befreien können, wäre nicht dieser Tumult nach dem Swoop-Rennen entstanden. Dafür sollte ich euch wohl danken. Ich frage mich nur, was ihr beim Swoop-Rennen gemacht habt. Es kann nicht leicht gewesen sein, mich dort zu finden. Aber ihr habt es geschafft. Kurz und knapp, ihr wurdet auch nicht von den Sith entdeckt. Ihr habt herausgefunden, dass die Vulka mich gefangen hielten, nahmt am Rennen teil und wurdet zum Swoop-Meister auf Taris. Ut rettete die Jungfrau in Not. Vergesst das nicht. Naja, so fühle ich mich nicht gerade. Ich bin immerhin eine Jedi. Aber ich kann nicht leugnen, dass ihr mich beeindruckt habt. Als man euch für diese Mission auswählte, hätte niemand das von euch erwartet. Ein Jedi hätte das problemlos tun können, aber nur mit Hilfe der Macht. Er wollte damit sagen, ich kann die Macht kontrollieren? Die Macht steckt in jedem von uns. Aber für die meisten ist sie nur ein kaum vernehmbares Flüstern. Auch außerhalb des Jedi-Ordens gibt es Individuen, die für die Macht empfänglich sind. Es ist für mich offenkundig, dass die Macht durch euch operiert. Es gibt keine andere Erklärung für euren überragenden Erfolg. Dennoch bin ich nicht sicher, was ich mit dieser Erkenntnis machen soll. Wenn ihr jünger wärt, würden euch die Jedi möglicherweise als Schüler aufnehmen. Aber so wie es aussieht... Was meint ihr damit? Es tut mir leid, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Ich spreche von Dingen, die besser dem Jedi-Rat überlassen werden. Lasst uns einfach die Tatsache akzeptieren, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich hoffe, dass es uns mit euren Fähigkeiten, meinem Jedi-Wissen und dem Können unserer Begleiter gelingt, von diesem Planeten zu fliehen. Danke. Na gut, also würde ich sagen, die eine Hälfte der Mission ist geschafft. Wir haben Bastila rangeholt. Jetzt geht's damit weiter, dass wir... Tja, jetzt hier wegkommen müssen. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, stay frosty.